Man hat jetzt auch die Möglichkeit, eigene Menüs zu erstellen. Aber in diese Menüs muss man dann halt natürlich auch erstmal den Inhalt packen. In dem Fall, ich versuche das jetzt mal an dem Beispiel so ein bisschen klarer zu machen. Das heißt, wir haben hier oben das Menü, haben da vier Links drin. Den einen habe ich selber erstellt und den gucken wir uns jetzt gleich auch mal an. Das heißt, wir gehen in unser Top-Menü und lassen uns erstmal anzeigen, welche Sachen sind in dem Top-Menü zu sehen. Das heißt, wir haben hier diese vier Sachen und jetzt gehen wir einfach mal hin und erstellen eine fünfte Sache. Das heißt, wir wollen jetzt neuen Inhalt auf der Seite darstellen. Das heißt, wir erstellen jetzt einen neuen Menüpunkt. Den nennen wir jetzt erstmal einfach mal Testlink 2 und geben dem halt auch noch einen Alias. Das heißt, das ist hinter das, was für die Suchmaschinen bzw. für die Beschriftung in dem Template wichtig ist. So, das heißt, wir haben dem jetzt einen Menütitel gegeben und können nun an dieser Stelle auswählen, was er darstellen soll. Und hier ist jetzt die ganze Geschichte, das Wichtigste von dem ganzen Krams in Joomla eigentlich. Man kann jetzt hier auswählen, soll ein einzelner Artikel dargestellt werden. Das heißt also, ein Artikel, den ich gerade gezeigt habe aus unserem Artikelbereich. Wir können nun aber auch sagen, wir möchten eine Kategorie als Block dargestellt haben. Wir möchten nur die besten Artikel dargestellt haben und so weiter und so fort. Hier gibt es jede Menge unterschiedliche Sachen, die man einstellen kann. Und wir nehmen an dieser Stelle jetzt einfach mal einen einzelnen Artikel. Das heißt, wir sagen, wir möchten einen Einzelartikel auswählen, suchen aus dem Bereich jetzt raus, welchen Artikel wir darstellen wollen. Wir nehmen jetzt einfach mal den Artikel Ting Help. Der soll als Einzelartikel dargestellt werden und der soll auch mit unserem aktuellen Standard-Template dargestellt werden. Wenn wir jetzt aktualisieren, ist der gleich mit drin. Das heißt, wir haben Test dabei und bekommen jetzt den Inhalt Getting Help an dieser Stelle angezeigt. Das ist eigentlich schon mit den Menüs. Das heißt, um irgendwas auf irgendeiner Seite überhaupt darzustellen, generell bei Joomla, aber eigentlich sogar auch fürs Internet allgemein, ist, wir brauchen ein Menü. Darin muss es einen klickbaren Link geben. Und dieser Link muss mit einem Inhalt verknüpft sein. Und genau das ist es, wie man bei Joomla dann halt Inhalte darstellen kann. Das heißt, ich habe die verschiedenen Menüs. Die Menüs sind auf verschiedenen Positionen zu finden. Hier, hier oder zum Beispiel auch hier. Diese Menüs, das ist jetzt ein bisschen verwirrend anfangs nochmal, müssen ja noch einer Position zugewiesen werden. Üblicherweise sind diese Positionen im Template fest verankert. Das heißt, in diesem Fall hat der Template-Designer von diesem Template, Bees heißt es übrigens, hat Modulpositionen vorgegeben. Zum Beispiel dieser Punkt hier, das habe ich vorhin schon nachgeschaut, heißt Position 1. Dieser Punkt hier heißt Position 7 und dieser zum Beispiel Position 5. Es gibt aber auch Templates, wo es dann zusätzlich eine Grafik mitgeliefert wird, wo man als User sich anschauen kann, wo die sind. Es wird aber hier mittlerweile bei Joomla 1.6, wenn man diese Position zuweist, auch dahinter geschrieben, oben, unten, rechts und so weiter. Das geht nicht bei allen Positionen, aber ich habe gerade schon mal geschaut, es geht bei vielen Positionen, wenn das Template vernünftig gecodet ist. Das heißt also, wenn ich ein Menü darstellen will, in diesem Fall unser Menü Top, so heißt es. Mach das nochmal nachvollziehbar. Wir haben das Menü Top. Und da ist jetzt, wie gesagt, die Krux. Aus einem Menü wird ein Modul, beziehungsweise eigentlich ist ein Menü ein Modul, weil wir können Module an verschiedenen Modulpositionen darstellen. Ich gehe nochmal zurück. Modulposition 1, Modulposition 5, Modulposition 7. Das heißt, hier können wir Module darstellen und im Endeffekt ist ein Menü zwar ein Menü, aber trotzdem so gesehen auch als Modul zu betrachten. Das ist anfangs vielleicht etwas schwierig zu verstehen, aber trotzdem relativ logisch. Das heißt, wir müssen in den Modulmanager, suchen uns dort jetzt unser Menü Top raus, das wir hier finden, und haben jetzt die Möglichkeit, an dieser Stelle auszuwählen, an welcher Position das Menü dargestellt werden soll. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, es soll dargestellt werden an Position 5 oder so oder an anderen Positionen. Es gibt jetzt da noch eine wichtige Neuerung, die macht das nämlich auch nochmal etwas einfacher. Die gab es vorher auch noch nicht, erst durch Joomla 1.6 jetzt eingetroffen. Das heißt, man kann auch über den Template Manager diese Sachen zuweisen. Man sieht es da ein bisschen anders auf, indem man nämlich sich anschaut, welches Template ist gerade aktiv. Wir gehen jetzt einfach mal auf Atomic Default. So, und bekommen dann die Menüzuordnung angezeigt. Das heißt also, wir können in diesem Fall jetzt eigentlich auch auswählen,
wo das gezeigt werden soll, zum Beispiel welche Seiten wie dann dargestellt werden sollen. Das ging vorher so in der Form nicht. Jetzt muss ich mir mal gerade überlegen, ob ich jetzt keinen Quatsch erzählt habe. Aber ich habe. Das mit dem Top. An der Position 1. Okay, ja gut, alles klar. Also so kann man diese Sachen, die verschiedenen Bereiche auch zuweisen. Und das sind eigentlich die wichtigsten Sachen. Wenn man das verstanden hat bei Joomla, dann hat man eigentlich das Wichtigste begriffen und kann theoretisch gesehen jetzt erstmal mit einer Seite starten. Ich würde empfehlen, zumindest beim allerersten Mal die Beispielinhalte mitzunehmen, weil man hat da schon mal eine gewisse Strukturierung drin und kann sich das Ganze dann anschauen, wo ist was und kann halt zum Beispiel auch mal ein bisschen spielen. Ich muss nochmal eben an der Stelle anknüpfen, wo ich halt gerade eben Quatsch erzählt habe. Das in dem vorigen Video habe ich einmal angezeigt, einen Template Manager und die Möglichkeit dann verschiedene Templates oder beziehungsweise Modulpositionen in Templates zuzuweisen. Der Hintergrund ist diesmal folgender, deswegen habe ich auch gerade Quatsch erzählt. Es ist diesmal erstmals seit 1.6 möglich, dass man in einer einzigen Seite verschiedene Templates benutzen kann. Das heißt also quasi, dass für die eine Unterseite das Template Atomic Default dargestellt werden kann, aber es kann für die andere Unterseite dann ein anderes Template dargestellt werden. Zum Beispiel hier BIS 5, BIS 2 oder wie auch immer. Und dafür sind die Sachen dann da. Man kann halt einerseits entweder hier die Sachen einstellen, das heißt also im Template Manager, und kann dann hier sagen, welche Menüs wo angezeigt werden. Zum Beispiel wird jetzt das im Template, also das Template Atomic Default wird nur angezeigt, wenn man auf die Links Typografie und Homepage Atomic klickt. Und das ist im Endeffekt genau dasselbe, wie als wenn man bei den Menüs hingehen würde und sagen würde, wir gehen jetzt zum Beispiel mal auf das Menü Top. So, jetzt haben wir alle Links aus dem Bereich Menü Top. Und wir können jetzt hier, wenn wir auf den Link drauf gehen, auch zuweisen, welches Template angezeigt werden soll. Template, Atomic, Default und so weiter und so fort. Also im Endeffekt ist dieser Bereich hier genau derselbe, als wenn wir hierüber über den Template Manager das zuweisen würden. Also das sind im Endeffekt beides die gleichen Sachen. Das wollte ich nur nochmal anfügen, weil ich habe da gerade Quatsch erzählt und ich denke, jetzt ist es ein bisschen klarer.